Die Hälfte. Ja, ungefähr hier. Also ungefähr hier. So. 20. Ja, Hälfte. Warte. Hälfte. So. Nicht? Vielleicht auch da. So, dann. Gott, ist das ätzend. Ach. So, zeichnen Sie eine Ellipse, um den Bereich zu bestimmen, innerhalb dessen man in weniger als 30 Minuten. Warte mal. Was haben wir denn da? Was hat denn der Holmes gesagt? So. Die Entfernung zwischen den beiden Tatorten muss demnach um je 5 Minuten nach links und rechts verlagert werden. Ach so. Gott, das ist aber auch schwer zu schätzen. Ach, vielleicht. Muss ich auch so ein Ding zeichnen? Naja, es ist wieder nicht genau die Mitte. So, Watson, Ah. unser Mörder lebt in dieser Gegend. Aber immer noch ein ziemlich unüberschaubarer Bereich, Holmes. Ja, in der Tat. Wir müssen seinen Wohnort so weit wie möglich eingrenzen. Wir müssen die Tatsache berücksichtigen, dass der Mord auf dem Mitre Square unter einem gewissen Druck verübt wurde, da der Mörder wusste, dass nach ihm wegen seiner vorangegangenen Taten gefahndet wird.
Wir können davon ausgehen, dass er in einer Gegend agiert, in der er sich sicher fühlt. Also wahrscheinlich nicht weit entfernt von seinem Wohnort. Das gilt vor allem für die Kreidenachricht, die er nach den zwei Morden verfasst hat. Zeichnen wir um diesen Ort einen Kreis ein und wählen als Radius die Entfernung zum Mitre Square. Damit können wir die Gegend bestimmen, in der sich der Mörder wahrscheinlich sicher fühlt. So? Der Wohnort unseres Mörders muss innerhalb dieses Kreises liegen. Bestimmen wir als nächstes den Bereich dieses Kreises, der sich mit der zuvor eingezeichneten Ellipse überschneidet. Da haben wir es, Watson. Die Gegend um die Aldgate Station. Sollten wir nicht besser die Polizei informieren, damit sie ihre Bemühungen auf diese Gegend von Whitechapel konzentriert? Wahrscheinlich sind dort eh schon viele Polizisten im Einsatz, Watson. Und ich bezweifle, dass sie uns ernst nehmen würden, geschweige denn überhaupt zuhören. Versuchen wir stattdessen lieber, uns auf die Vorgehensweise des Mörders zu konzentrieren. Wir wissen, dass er es auf Prostituierte abgesehen hat, die mittellos, schwach, krank oder alkoholabhängig sind. Außerdem lenkt er sie ab, kurz bevor er sie tötet. Und er hat eine anonyme Nachricht am Eingang eines von Juden bewohnten Gebäudes angebracht, um die antisemitische Stimmung anzuheizen. Wie würden Sie diesen Mann beschreiben? Ein Feigling. In der Tat, er ist äußerst feige. Betrachten wir uns die Morde und besonders die Verstümmelungen noch einmal genauer. Lassen dabei jedoch das Opfer Lestrade außen vor, da der Täter sein schreckliches Werk nicht vollenden konnte. Wenn wir uns noch einmal unsere Beobachtungen in Bezug auf die Opfer und deren verstümmelte oder verletzte Körperteile ins Gedächtnis rufen und außerdem die Tatsache berücksichtigen, dass er auch ein oder mehrere Organe entnommen hat, können wir feststellen, dass der Täter von Mord zu Mord brutaler vorging. Feige und dennoch immer brutaler. Beschäftigen wir uns mit dem Tatort, an dem das erste Verbrechen begangen wurde, und zwar der Mord an Polly Nichols in der Bucks Row. Dieser Tatort liegt am weitesten von dem vermeintlichen Wohnort unseres Mörders entfernt. Vielleicht ging diesem Mord ein weiteres Verbrechen voraus, das in der Gegend des Mörders begangen wurde. Ich glaube, ein feiger Mörder würde sein erstes Verbrechen eher in einer Gegend begehen, die nicht weit von seinem Wohnort entfernt liegt, um nach der Tat so schnell wie möglich einen Zufluchtsort zu haben. Holmes, mir kam gerade ein Gedanke, der mich erschaudern lässt. Diese immer brutalere Vorgehensweise, die Sie erwähnten. Er wird sich ein neues Opfer suchen, solange es die Umstände ihm erlauben, weiter zu töten, Watson. Aber wie kann dieses Grauen noch übertroffen werden, wenn man bedenkt, wie er die arme Catherine Eddowes zugerichtet hat? Um eine Beantwortung dieser Frage zu vermeiden, müssen wir rasch und dennoch wohl überlegt handeln. Watson, ich schlage vor, Sie machen sich ein genaues Bild von den Verstümmelungen der Opfer. Wir haben in Betracht gezogen, dass es sich um Racheakte gegen Prostituierte handeln könnte. Wenn die Opfer Verstümmelungen an ganz bestimmten Stellen des Körpers aufweisen, wollte sich der Mörder vielleicht für eine Krankheit rächen, für die er die ihm bekannten Prostituierten verantwortlich macht. Und was ist mit der Spur, die uns zu Dr. Tumblety führt, Holmes? In der Zwischenzeit muss ich mich um einige Dinge kümmern. Ich muss noch einen wichtigen Zeugen finden, ganz zu schweigen von einigen alten Hinweisen, denen ich noch nachzugehen habe. Bis später, Watson. Als ich das erste Mal mit Watson über den Mord in der Bucks Row gesprochen habe, hat er eine Zeitung gelesen, und zwar den Star vom 1. September 1888. Wenn ich mich recht entsinne, fanden in dem Artikel ähnliche Morde Erwähnung, die in den Monaten zuvor begangen wurden. Ich sehe keine Möglichkeit, in den Besitz der Polizeiberichte zu gelangen, aber vielleicht erhalte ich in der Central News Agency einige Informationen. Ich muss sofort dorthin. Danach statte ich Abraham, dem Besitzer der Tierhandlung in Whitechapel, erneut einen Besuch ab. Die Aussagen des zweiten Josephs lassen vermuten, dass er vielleicht den Mann kennt, den er in dieser Nacht an der Ecke Church Passage und Mitre Square gesehen hat. Sollte das der Fall sein, muss ich diesen Zeugen finden, damit ich ihn befragen kann. Okay, dann schnell ab zur... Na? Zur Schreiberei da!
Bulling ist ausnahmsweise im Büro. Wird ihn schon nicht umbringen. Genau. Hallo. Guten Abend, Mr. Bulling. Und, hat Ihnen Ihr Kollege von dem heißen Tipp erzählt? Heißer Tipp? Ah, sehe ich das richtig? Ich habe ihm einen heißen Tipp gegeben und er ist ohne Sie losgezogen? Das ist aber nicht besonders kollegial. Ohne Zweifel will er die Lorbeeren für seine Entdeckung alleine einstreichen. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, was? Ich muss Bulling etwas zeigen, damit er mir glaubt. Was wollen Sie? Nein, ich will Sie nicht auf den Arm nehmen. Sehen Sie sich den schriftlichen Beleg für meine Bezahlung an. Dieser Verräter! Wenn ich ihn in die Finger kriege, dann... Können Sie mir einen Gefallen tun, bevor ich gehe? Na gut, schießen Sie los. Ich brauche verlässliche Informationen zu den Morden in Whitechapel, die in den Monaten vor der Ermordung von Polly Nichols begangen wurden. Verlässlich? Ha! Sie denken wirklich, dass Sie hier fündig werden? Nun gut, wir haben Fächer, in die immer die Meldungen des laufenden Jahres nach Kategorien einsortiert werden. In der Kategorie Polizei und Gesetz finden Sie Abschriften von Verhandlungsprotokollen und Ermittlungsberichten, die wir immer an interessierte Zeitungen verkaufen. Perfekt. Leider habe ich es ziemlich eilig. Sie kommen allein zurecht, nehme ich an. Schließlich sind Sie ja Detektiv, nicht wahr? So, okay, dann schauen wir einfach mal in den Fächern. Hoppala, was haben wir denn da? Achtung, die blauen Umschläge aus den Fächern beinhalten streng vertrauliche Informationen über bekannte Persönlichkeiten, vornehmlich über das Königshaus. Präsente politische Themen sowie wirtschaftliche Belange, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Diese Umschläge dürfen nur weitergegeben werden, wenn der Buckingham Palace oder die Minister dies genehmigt haben. Abgeschlossen. Macht nichts. Stevenson and Cy Enterprise. Quittung. Reparatur des Fachs kurz nach Rechten und Kurioses. Ein Pfund. Bezahlung erhalten am 12. Juli 1888. Sir, unsere Presseagentur erhält immer mehr Umschläge mit Mitteilungen und ihr Aufbewahrungssystem ist viel zu klein, speziell die Fächer Welt und Gesellschaft. So kommt es immer wieder vor, dass Umschläge in die darunter liegenden Fächer fallen, besonders in Polizei und Gesetz bzw. Kultur. Können Sie veranlassen, dass das Fächerregal umgebaut wird? Bis zu Ihrer Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, der stellvertretende Direktor. Hoppala, da haben wir noch mehr Papierzeug. Lieber Fernand, es steht nun fest, ich komme am Freitagabend in den Club. Ich freue mich schon, weil ich den Kopf frei bekommen muss, bevor ich noch depressiv werde. Stell dir vor, der neue Wuschel steht immer noch in der Gunst von dieser... von Janet. Aber irgendwann vergisst sie ihn und kommt zu mir. Immerhin weiß ich, wie ich ihren Verehrer loswerden kann. Gestern hatte ich einen Spaß, als ich die Umschläge des Faches Erfindungen und Wissenschaften ein wenig durcheinander brachte. Da sind ja ohnehin immer nur verrückte Ideen drin. Da die Fächer alle übereinander und nebeneinander liegen, hätte es genauso gut ein Fehler des Neuen sein können. Und wie erwartet, wurde er auch prompt zum Chef zitiert. Er sieht sowieso wie ein Schwachkopf aus. Da wäre es gut möglich, dass er das Fach Politik mit dem Fach Gesellschaft rechts davon verwechselt und letzteres wiederum mit dem Fach Wirtschaft, was daneben ist. Was für ein heilloses Durcheinander. Ich weiß nicht, wie ein intelligentes Mädchen wie Janet so ein Streber leiden kann. Aber lange hat er nichts mehr zu lachen und... ja. Ich sehe schon kommen, was ich tun muss. Und ich habe sowas von keine Lust darauf. Ideen zur Optimierung des Fächersystems. Kurznachrichten und Kurioses ist im Moment oben, sollte nach unten. Polizei und Gesetz ist unten und dort gut aufgehoben. Besprechung...
Was? Anberaum im unteren Platz zu schaffen. Vielleicht Ende des Monats. Bis dahin mit Kursnachrichten und Kurioses so verfahren wie bisher. Das Fach Wetter ist meistens so gut wie leer. Vielleicht mit Kursnachrichten und Kurioses zusammenlegen. Mein lieber George, mein kleiner Bruder wird gerade ein bisschen vom Pech verfolgt. Meine erste Arbeitswoche war sehr ernüchternd. Angefangen hat es damit, dass ich kein Schreibtisch am Ofen bekommen habe und mir morgens immer ziemlich kalt ist. Da muss ich auch noch durch irgendwelche Umschläge in Fächern durchkämpfen. Ich glaube, es gibt keine nervigen... Und lässt mir Notizen zukommen, wie Politik und Gesellschaft sind nebeneinander, Sport ist unter Wirtschaft, Schlagzeilen sind am Rand, etc. Für mich gleichen diese Mitteilungen schon fast kleinen Liebesbriefen. Ich glaube nicht, dass es ihr auch nur ansatzweise Spaß macht, Umschläge auf den Schreibtischen zu verteilen, weil der Dank dafür teilweise etwas anstößig ausfällt. Zum Missfallen aller habe ich mich freiwillig für die Aufgabe gemeldet. Aber meine Vermieterin... Über meine Vermieterin gibt es nichts Neues zu erzählen, aber ich habe es geschafft, sie für die Woche zu bezahlen, sodass es ihr recht ist, dass ich bleibe. Erzähl aber bloß nichts Mami von dem Ärger hier. Sie soll sich keine Sorgen machen. Ich will sie aber nicht anlügen, daher habe ich mich entschlossen, ihr nicht zu schreiben. Mit besten Grüßen, dein Bruder Albert. So, war es das jetzt mit nervigen Mitteilungen hier auf irgendwelchen Tischen? Ich hoffe es. So, jetzt müssen wir den Mist wahrscheinlich sortieren, nicht wahr? Die Fächer enthalten viele Dokumente in datierten Umschlägen. Ich darf sie nicht alle öffnen, das wäre zu auffällig. Wie finde ich heraus, welches Fach das richtige ist? Sie sind nicht beschriftet. So, blau ist Politik. So. Wetter ist meistens leer, das weiß ich noch. So, jetzt muss ich doch nochmal in den Notizen, in den Dokumenten meine ich, gucken. Sport ist unter Wirtschaft, Schlagzeilen sind am Rand etc. Politik und Gesellschaft sind nebeneinander. So. Kurznachrichten ist momentan oben. Kurznachrichten und Kurioses könnte daneben sein. So. Politik und daneben ist Gesetz.
Ich meine, das...